Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Georg Gieglinger. Heute geht es um den Fiat 500e. Das ist die elektrifizierte Variante des beliebten Autos Fiat 500. Ein US-Import, weil in Europa ja nicht erhältlich. Eigentlich schade, aber wir wissen, ein typisches Compliance-Car für Kalifornien und Oregon. Ich möchte ein wenig etwas sagen, zahlt sich das aus, so ein Auto zu kaufen? Für wen ist es geeignet? Was sind die Vor- und die Nachteile? Was muss man sich erwarten, wenn man sich so einen gebrauchten, importierten Fiat 500e zulegt? Dranbleiben, gleich geht's weiter. Gleich mal ein kleiner Rundgang ums Auto. Wir haben das Auto bekommen von G Electric. Die importieren dieses Auto aus den USA direkt und verkaufen es hier in Österreich. Ich gebe unten in die Videobeschreibung den Link zu G-Electric. Und ja, es zahlt sich aus, mal eine Runde damit zu fahren, ein bisschen hineinzuschnuppern. Wie ist das mit dem Elektroantrieb im Fiat 500? Ich finde das ja super zusammenpassend. E-Antrieb und so ein kleines, kompaktes Auto. Wunderschön zu fahren. Mehr dazu gleich. Nach dem kleinen Rundgang ums Auto, ich denke, Fiat 500 kennt jeder. Dieses Auto ist übrigens noch nicht aufbereitet und deswegen sicher optisch noch ein paar kleinere oder größere Mängel. Bitte nicht so genau hinsehen, ist wirklich direkt importiert. Der Kofferraum, ja, ein Fiat 500 Kofferraum. Sollte man aber, wie gesagt, kennen. So, jetzt macht ein Verbrenner viel Lärm. Da sehen wir den Unterschied zwischen Elektro- und Verbrennerantrieb und wie wichtig es ist, dass wir mehr Elektroautos auf die Straßen bekommen. Die Armaturen, ja, aufgeräumt, allzu viel ist nicht zu sehen, ist ja auch nicht notwendig, einfach zu bedienen, schneller Einstieg, sieht aber trotzdem sehr sauber aus. Ich versuche da auch nochmal die Rücksitzsituation ein bisschen von oben hier zu filmen. Gehen wir mal ein wenig auf die Seite. Typisch Dreitürer, zum Einsteigen auf die hintere Sitzreihe muss man natürlich hier umklappen. Ja, wahnsinnig viel Platz ist nicht. Ein Test mit dem Kindersitz ist eher schlecht verlaufen. Man muss die Nackenstütze entfernen, sonst hat man überhaupt keine vernünftige Chance, hier einen Kindersitz unterzubringen. So, nochmal den Sitz zurückfahren. Die Bedienelemente hat man von hinten schon mal kurz gesehen. Ich finde die Bedienung hier auf der Klimaanlage sehr gelungen, ist ganz einfach und übersichtlich. Und sonst gibt es ein kleines Infotainment-System. Wie gesagt, noch nicht geputzt, bitte nicht so genau hinschauen. Das Auto ist wirklich nagelneu importiert und wie das eben bei Gebrauchtfahrzeugen so ist, natürlich nicht ganz sauber. Und auch dieses Instrument hier, ja, sieht ganz ordentlich aus, übersichtlich, einfach, sehr scharf, gefällt mir sehr gut. Und was muss man auch sagen? Sprachen, Englisch, Französisch und Spanisch. Damit muss man sich abfinden. In den USA gibt es eben kein Deutsch und deswegen auch kein Deutsch für die Bedienung. Wie startet man das Auto? Es gibt einen ganz normalen Zündschlüssel, wie bei jedem Fiat. So, ins Zündschloss stecken, Zündung gibt es ja gar nicht, richtig rumdrehen, als würde man starten, man fühlt sich da ein bisschen an die Verbrennerzeit erinnert. Die 112 Kilometer Reichweite, die da jetzt angezeigt werden, die würde ich nicht ernst nehmen, da fuhr jemand offensichtlich davor etwas flotter und hat den Verbrauch nach oben gedrückt. Das Auto soll, soweit meine Informationen stimmen, 24 Kilowattstunden Akkukapazität haben und wie man sieht, bin ich hier jetzt mal 53 Kilometer gefahren mit 6,8 Kilometer pro Kilowattstunde Reichweite. Das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen. 150 Kilometer sollten wirklich kein Problem sein. Und ja, auf der Autobahn natürlich ist der Verbrauch höher. Das wissen wir, ist ja bei allen Elektroautos deutlich so, vor allem bei jenen mit einem eher ungünstigen Luftwiderstandsbeiwert. Und bei so kurzen Autos wie dem Fiat 500 ist das natürlich besonders der Fall. Den Gang legt man dann, Gang, wenn man das so nennen will, legt man dann hier so ein über vier Tasten. Ja,
Ich finde, es wäre netter gewesen, hier einen Hebel zu haben, weil diese Tasten nicht wirklich intuitiv greifbar sind, aber man gewöhnt sich natürlich dran. Ich will da jetzt nicht ein endloses Testvideo draus machen, das soll ganz kurz und knapp nur sein. Ich denke, ein bisschen einen Überblick hat man jetzt gewinnen können zum Fahren selbst. Also ganz ordentlich, engster Wendekreis, klar, Fiat 500, so wie die mit Verbrenner motorisierten Geschwister dieses Elektromodells. Technik ist, soweit ich weiß, von Bosch. Bitte mich zu korrigieren, wenn da jemand mehr weiß. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das irgendwie zusammengeschustert ist. Das ist eigentlich schön zu fahren. Die Gasannahme, also sprich der Vortrieb in umgesetzt vom Pedal, Weg sehr angenehm, also wirklich elektrotypisch, braucht sich der Fiat überhaupt nicht verstecken vor so wirklich reinen Elektroautos. Rekuperation kommt natürlich eher erst, wenn man aufs Bremspedal steigt, das ist auch wieder so mehr verbrennertypisch, also so One-Pedal-Drive geht eher nicht mit diesem Auto. Da gibt es andere Autos, wie zum Beispiel natürlich jeden Tesla oder einen Ioniq, wenn man da die Rekuperation höher stellt oder zum Beispiel ein Nissan Leaf, ja, wo man ja sowieso auf komplett One-Pedal-Drive umsteigen kann. Das ist eine ganz andere Welt. Nein, das ist eher, fühlt sich an wie ein sehr gut motorisierter Verbrenner, wie ein sehr gut motorisierter Benziner. Allerdings natürlich ganz leise, komplett lautlos. Der Antrieb ist fast nicht zu hören. Sehr angenehm. Auch bei höheren Geschwindigkeiten ist es nicht laut im Auto. Es ist relativ wenig Geklapper im Fiat, wenn man über unebene Straßen fährt. Auch das geht voll in Ordnung für ein Auto dieser Preisklasse. Man hat auch wirklich nicht das Gefühl, in einer furchtbaren Kiste zu sitzen. Gelungen und für die Stadt ein perfektes Auto. Man kann damit auch sicher die eine oder andere längere Fahrt machen, aber Achtung, Typ 1 Anschluss, kein CCS, kein CHAdeMO, keine Gleichstrom-Schnellladung. Zu Hause wird es maximal 7 kW, mehr geht nicht. Das ist die einzige Einschränkung. Allerdings, aus meiner persönlichen Elektroauto-Erfahrung ist das eigentlich nicht wirklich ein Problem, weil die allermeisten Zweitautos ja täglich nicht besonders weit bewegt werden. Also da sind ja 30, 40 Kilometer Reichweite vollkommen ausreichend. Auch für viele Pendler ist dieses Auto perfekt geeignet. Wunderbar, ja. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ein guter Einstieg in die Elektromobilität, würde ich sagen. Und als Zweitauto sehr gut geeignet. Also zu G Electric fahren, das Auto mal ausprobieren und ja, vielleicht kaufen. Man muss auch dazu sagen, es gibt unglaublich viele Konfigurationsvarianten im Fiat. Das ist genauso wie beim Verbrenner ganz gleich. Und man kann sich da ein bisschen was wünschen. Also man geht zu G Electric und sagt, diese und jene Ausstattungsvariante würde mir gefallen, hätte ich gerne mit dieser und jener Lackierung. Und wenn ein Fahrzeug verfügbar ist in den USA, dann hat man die Chance, die realistische Chance, das auch wirklich zu bekommen. Nicht immer, aber es kann klappen. Also es zahlt sich durchaus aus. Ich sitze da jetzt in dem komplett schwarzen Interieur, also Himmel in Schwarz und alles in Schwarz und sogar Anthrazit außen, also ein sehr dunkles Auto. Das wäre nicht mein Fall, aber gut, Geschmäcker sind verschieden und es gibt auch Leute, die sagen, wunderbar, ich will alles in Schwarz, je schwärzer, desto besser. Nein, rein technisch gesehen, wirklich ein gutes Auto kann man aus meiner Sicht wirklich bedenkenlos kaufen. Reinschauen kann sowieso niemand. Technische Mängel gibt es bei jedem Fahrzeug, kann es bei jedem geben, man weiß das nie. Aber wenn man beim Händler kauft, ist dieses Risiko ja auch deutlich kleiner. Deswegen, ja, sehe ich da auch kein großes Problem. Wem es gefallen hat, bitte einen Daumen hoch für dieses Video, den Kanal abonnieren, Glöckchen drücken, meinen Referral-Code zum Tesla lasse ich da durchlaufen. Wäre ganz nett, wenn sich jemand einen Tesla bestellt und meinen Referral-Code dafür benutzt. Ich würde mich sehr freuen. Oder in meinem Shop vorbeischauen, www.enercap.at, Ladekabel, Ladestationen und so weiter. Ein E-Mail schreiben, anrufen, freue mich auch über Anfragen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.